Mich fickt ein Granbull auseinander. Kann man sich das gönnen? Ich meine, ein scheiß Granbull zerstört mich gerade. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Sonne. Es geht weiter mit unserer Afterstory, nämlich mit den Ultrabestien. Und dazu bin ich schon mal auf Akala gegangen. Zum Hotel, wo die Kollegen hier ihren Stützpunkt haben. Und hier ist Matsurika. Die haben wir bis jetzt nur einmal gesehen. Okay. Wir haben dich schon erwartet, Simpson. Ja, wieso wundert's mich nicht? Diesmal haben uns die Informationen zu den Aktivitäten der Ultrabestie schon früh erreicht. Die Chefin ist deshalb bereits dabei, das Gebiet um den Aufenthaltsort der Ultrabestie herum zu sichern. UB03 Lichtblitz. Okay. Huhu. Dieser jungen Dame hier haben wir die Informationen übrigens zu verdanken. Die Captains und die Inselkönige haben ein bisschen zu viele Informationen, meiner Meinung nach. Das ist die späte Strafe dafür, dass ich mir keine richtige Prüfung überlegt habe. Ach ja, und wer hat dich dazu verdonnert? Das darf ich nicht verraten. Aber war da noch eine... Bitte? Wohl eher ein Befehl. Und der wäre... Ich soll einen Pokémon-Kampf gegen Simpson austragen. Warum? Keine Ahnung, vielleicht sowas wie eine Kraftprobe? Ist auch egal, wir beide werden jedenfalls kämpfen, und zwar hier und jetzt. Okay, ich habe zum Glück geheilt, also ist es mir ziemlich egal. Okay, dann legen wir mal los. Hier kommt Matsurika, voller Zuversicht, nimm dich in Acht. Also, auf jeden Fall habe ich vorher noch... Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, die könnte Fee-Pokémon einsetzen, weil ich von der den Z-Kristall für Fee-Pokémon bekommen habe. Boah, es scheint auch so. Klavion ist auch ein... Habe ich Dark Link vorne? Nee, Tim. Okay. Egal, wir sollten das Klavion schon trotzdem besiegen können. Es ist zwar auf Level 61, wie wir mittlerweile jetzt eh schon ein Standard-Level haben. Der Wichser. Ja, okay, aber ich denke, ein Wangenrubbler sollte trotzdem durchkommen, ne? Ich meine, mit seinem Strolch kann er sowieso solche Statusattacken instant machen. Muss er nicht lange überlegen oder lange herumtun. Egal wie die Init ist. Er hat immer Prio damit. Das könnte nervig werden. Das könnte dezent nervig werden. Und zwar bis der Reflektor weg ist. Klar könnte ich wechseln, aber... Ja, er hat halt nichts gegen uns, ne? Wir können ihn so schön, wie soll ich sagen, langsam down kriegen. Und die Paralyse plus die Zurückschrecken-Chance ist halt hoch. Er kann uns so gesehen gar nicht wirklich schaden und ich warte eigentlich nur, bis der Reflektor weg ist. Das ist die Hauptsache, auf die ich warte. Auch wenn ich gerade wirklich sehr wenig abziehe, aber der Reflektor ist jetzt weg und jetzt sollten wir schon deutlich mehr abziehen. Außer er macht ihn nochmal und kriegt ihn auch, er kriegt ihn sogar durch. Ey, dieser Wichser. Ich überlege jetzt wirklich, ob ich wechseln soll. Weil das dauert mir sonst eindeutig zu lang. Wir müssen hier speziell angreifen und das machen wir am besten mit Dark Link. Und einmal Erdkräfte, denn er hat Strolch. Sonst würde der Reflektor nicht instant durchkommen. Ganz einfach. Theoretisch haben wir ja gegen die Fee-Pokémon das Perfekte draußen. So ist es ja nicht. Alter, der zieht so viel ab. Aber ich so müsste schneller sein. Alleine nur wegen der Paralyse. Und das sollte es gewesen sein, denn Reflektor macht nur physische Attacken schwächer und nicht spezielle. Dann freue ich mich ja jetzt schon auf sein nächstes Pokémon. Auf ihrs. Auf jeden Fall ein Level-Up, das ist schon mal ganz gut. So kommen wir auf die Levels, meine Freunde. Oh, endlich, Flammenblitz. Endlich, darauf habe ich gewartet. Das ist ganz wichtig, 120. Scheiß auf Rückstoß. Auch wenn ich Rückstoßattacken hasse, aber wir brauchen diese Attacke. Sonst können wir es gleich vergessen. So ein Knuddeluff ist ihr nächstes Ding. Ja, mit wem gehen wir da rein? Ich hätte schon Bock auf Tim, aber ich glaube auch, dass das LP Pikachu machen kann. Sie hat halt Fee-Pokémon. Da haben wir normalerweise eben unser Stahl-Pokémon, aber das kann halt leider keine Stahlattacke. Deshalb müssen wir neutral angreifen. Und wieso bin ich schneller? Und wieso hält das so viel aus? Das ist kein Flammenwurf. Cool. Sehr cool. Was machen wir jetzt?
sagen, wir weihen den Flammenblitz ein und schauen mal, wie viel Damage der macht. Ach stimmt, der Reflektor wirkt ja noch, ne? Deshalb mache ich so wenig Damage. Der Flammenwurf wird mir jetzt wahrscheinlich gar nichts machen, oder? Nope. Reflektor ist draußen und jetzt kommt der Flammenblitz. Mal schauen, wie er aussieht. Die Animation wird schon geil sein. Ja, die ist durchaus nice. Und da können wir auch ordentlich Schaden machen, auch wenn wir extrem viel Damage bekommen. Oh, heilige Scheiße. Ich würde mich nur selber killen, wenn ich nochmal einen Flammenblitz machen würde. Also, Fuchtler müsste es auch tun. Tut's auch. Und damit können wir jetzt wieder rausgehen. Und jemand anderem das Feld überlassen. Das war gerade heftig knapp. Dezent. Ein Granbull. Ja, da können wir wieder zu Tim gehen. Ah, wobei. Ah, Mann. Kann das Feuerzahn. Wenn das Feuerzahn kann, dann ist es blöd. Ich frage mich übrigens bis heute, warum Granbull den scheiß Fee-Typen hat. Oh, Mann, fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Und was kannst du? Damit sind wir jetzt offiziell raus. Und ich würde sagen, das war's mit Tim. Der Arme. Wird hier mit seiner Vierfachschwäche angegriffen. So, jetzt haben wir unser Pokémon verloren. Das hier als einziges was machen kann. Und ich gönne mir einfach mal Freezing Fire. Der wird wohl was machen können hier. Meine Prio nutze ich natürlich aus. Das muss sein. Wieso denn nicht? Alter, hat der gegen alles was? Das ist ja nicht normal. Der zerberstet mich, weil der gegen jedes Pokémon irgendwas hat. Pass auf, jetzt hat er hier noch... Was könnte er haben? Ich knirsche. Safe. Da mache ich Erdkräfte. Ist, glaube ich, stärker, oder? Ja. Sag ich doch. Dass er das hat, war klar. Mich fickt ein Granbull auseinander. Kann man sich das gönnen? Ich meine, ein scheiß Granbull zerstört mich gerade. Nur LP Pikachu ist der einzige, gegen den er nicht sehr effektives hat momentan. Oh, Hypertrank. Wieso haben die immer ein Pokémon, das mich komplett bumst? Eines. Immer eines. Knuddler. Okay, macht viel zu viel Damage. Können wir vergessen. Können wir komplett vergessen. Muss hoffen, dass es irgendwann daneben geht. Hat nur eine 90%ige Genauigkeit, also kann man drauf hoffen. Aber sonst wird es nix. Nee, das zieht viel zu viel ab. Und wenn mein Angriff sinkt, dann müssen wir es eigentlich gar nicht probieren. Was machen wir jetzt? Alter, das ist ein Scheißviech. Wirklich, nur eines. Wieso? Wieso bumst mich das so kaputt? Ich muss ihn heilen. Jetzt wird der halt sterben. Knuddler trifft jedes Mal, obwohl es eine 90%ige Genauigkeit hat. Ich weiß, dass er Erdbeben und was weiß ich noch, was er alles kann, aber... Ich weiß nicht, was ich sonst reinhauen sollte. Ich hol die Z-Attacke raus. Ich glaube zwar kaum, dass es reicht, aber... Man muss ja was probieren, oder? Wenn ich One-Hit bin, dann... Alter, ist das eine Verarsche, Mann. Ich hätte Flammenblitz machen sollen, dann wäre safe down, auch wenn ich dann auch wieder gestorben wäre. Aber das ist lächerlich. Ich meine, ich könnte natürlich mit Merle auch noch was probieren. Aber ich... Ja, ob es schneller ist, ist die Frage, ne? Sie ist unser schnellstes Pokémon von allen. Also probieren könnte man es. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Ja, kannst du vergessen, als ob das reicht. Ich bin ja nicht schneller, oder? Ne. Oh! Du Noob! Setz doch ne... Oh Gott, setz einfach nicht Erdbeben ein, Bastard. Einfacher als gedacht. Gib down die bekommen. Lamellux. Ach, das ist dieses Ding, ne? Dieses Pflanzenfee-Pokémon. Warte, da sind wir sogar neutral gegenüber. Da kann ich auf jeden Fall angreifen. Ja, das ist... Oder was? Geistfee? Ne, ist doch Pflanzefee. Passt. Auf jeden Fall mal wenigstens angreifen.
Und zwar neutral. Hälfte ist weg. Mondgewalt. Ja gut, das überlebe ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich heilen soll, aber ich weiß nicht, irgendwie war es mir das nicht wert. Merle darf rein. Mit einem Eisstrahl müsste das erledigt sein. Wenn ich schneller bin. Bin ich auch. Das müsste jetzt aber gewesen sein mit dem Viech. Das war's auch. Und was ist ihr letztes Pokémon? Ich habe eigentlich jetzt schon keinen Bock auf das. Ein Bundlebee. Das ist Käferfee. Ne? Das wird interessant. Da hole ich sogar wieder mit dem Top-Trank unseren Starter zurück. Weil den können wir jetzt brauchen. Wenigstens mal, ne? Das wird so viel abziehen, dass ich gar keinen Bock habe, mich damit zu befassen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch angreifen darf. Mach aber einfach mal einen Eisstrahl. Falls ich angreifen darf. Darf ich aber nicht. Zu cool für die Welt. Dann schauen wir mal da. Aber wenn das Merle nicht so zusetzt, dann wird es ihm auch nicht so zusetzen, glaube ich. Bei Merle war es knapp die Hälfte. Ich glaube, hier ist es ein bisschen weniger. Nicht, dass wir uns selben Pollen knödeln. Alles klar, es zieht dezent ab. Warte, macht es genau die Hälfte Damage? Das könnte sein, weil ich habe gerade genau die Hälfte verloren. War ein Crit, aber das hätte es auch so nicht ausgehalten. Alter, wie viel Damage man einfach bekommt durch den Rückstoß. Oh, diese Funze, Mann. Ich hasse Fee-Pokémon. Also ich mag sie gern, aber sie zu bekämpfen ist so ätzend. Huch, das kam unerwartet. Alles klar, du bist stark genug, Simpson. Nicht schlecht, dieses Mädchen. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja, wünsche dir was. Auf Wiedersehen. Komm nie wieder. Eine sehr spezielle Persönlichkeit. Wir sollten uns jetzt wieder sammeln. Schließlich haben wir einen Auftrag zu erfüllen. Es geht mir zwar gegen den Strich, aber ich werde euch wieder Rückendeckung geben. Simpson, das ist für dich. Das sind die Ultrabälle für diesen Auftrag. Nochmal 10. Wuhu! Zuerst noch unser üblicher Bericht. Wir haben erfahren, dass die Datenanalyse der letzten Ultrabestie, die du gefangen hast, abgeschlossen ist. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, kannst du dich an Fräulein Pia in den Geheimlaboren des Adder-Paradieses wenden. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Geht klar. Warte, wo muss ich hin? Okay. Cool, danke. Wo muss ich hin? Oh, zeig mal. Lichtblitz, Voltriant. Okay, dann wird's wohl ein Schattendschungel und Hügel des Gedenkens. Da muss sie irgendwo sein. Okay, dann schauen wir einfach mal. Sie ist auf jeden Fall vom Typ Elektro. Also werde ich, glaube ich, Darkling nach vorne hauen und mal schauen, was ich damit ausrichten kann. Sind wir gespannt. Heil mich zuerst mal, denn ich habe wieder kassiert. Bälle brauchen wir keine. Haben wir ja Ultrabälle. Und Ultrabälle sind gut genug für alles Mögliche. So. Im Schattendschungel können wir direkt mal schauen. Und wenn sie da ist, dann werde ich auch wieder speichern. Denn wie wir wissen, speichern ist immer eine gute Sache. Route 5. Aber der Schattendschungel ist hier. Ja, das hört sich danach an, als wäre sie hier. Es hört sich schon mal gut an. Da klingt nach vorne. Und wir speichern einfach mal. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Irgendwann werden wir durch diese Level 61er Kämpfe mit dem EP-Teiler noch deutlich nicht mehr underleveled sein. Hä? Kommt gar keine. Alles klar. Bekomme ich also nur durch Topschutz dann eine, oder wie? Es fängt an zu regnen. Ja, schön, dass du mir das sagst. Ich würde aber gerne gehen. Brauche ich jetzt einen Topschutz? Lol, was ist denn das hier? Ja, kommt mir so vor, als bräuchte ich einen Schutz, dass sie nur dann kommt. Oh nein, ein Raupi. Scheiße, jetzt sind wir tot. Naja, ich werde es mal probieren. Mit einem Top-Schutz.
Ich glaube sogar, dass diese Raupis und Paras mehr Init haben als ich. Also als Darklink. Ich kann es mir gut vorstellen. Ach, hier haben wir die ganzen Discs, die wir bekommen haben, ne? Ja. Oh, tschüss. Sortieren wir mal kurz alle nach Alphabet. Dann nerven sie uns nicht mehr. Ja, ein Superschutz reicht hier. Da müsste sie eigentlich kommen, oder? Ja, siehst du, perfekt. Dauert nur ein bisschen. Und mit Superschutz geht es gut, weil sie halt über uns ist vom Level her. Das Viech sieht sehr interessant aus, Alter. Was? Der Spezialangriff steigt stark. Heißt, es will uns richtig zerstören. Das ist schon mal schlecht. Level 65. Also glaube ich kaum, dass es durch eine einmal Erdkräfte stirbt. Elektrofeld. Oh, das gefällt mir gar nicht. Aber gegen Darklink kein Problem. Der wird ja sowieso nicht von Elektroattacken getroffen. Ja, das zieht ganz gut. Da die Ultrabälle sind eigentlich eh alle so eine hohe Fangrate haben, ne? Wo sind denn unsere Ultrabälle? Können wir jetzt eigentlich schon probieren. Wenn ich sie mal finden würde. Wetten, ich hätte nur einmal nach links. Doch nicht. Aber werfen wir einfach mal ein. Das ist der insgesamt 5. Ultraball, den wir werfen für die 4. Ultrabestie. Oh, willst du ein bisschen mehr Probleme oder wie? Das ist schlecht. Au. Das war auch so sogar noch ein Crit. Na wunderbar. Bestienboost. Spezialangriff steigt noch weiter. Na wunderbar. Ich hoffe mal, dass du nicht zu viel gegen ihn hier machen kannst. Ich mache einfach mal Stachelfinale, um ihn noch ein bisschen zu schwächen. Oh, zum Glück wäre ich's ab. Okay, da müsste theoretisch noch eins möglich sein. Oh, es kann auf mich keine Elektroattacken machen, wegen dem Blitzfänger. Okay, heißt, es kann mich nicht mal nicht sehr effektiv killen. Geil, das ist nice. Probieren wir es einfach nochmal mit einem Ultraball. Das Pokémon scheint ein bisschen schwerer fangen zu sein. 1, 2, 3. Kann ich es zurücknehmen? Nein, noch nicht. Bekomme aber auf jeden Fall immer aus Elektrofeld ist weg. Das heißt, die Elektroattacken sind schon mal nicht mehr so stark, was eigentlich eh scheißegal ist. Weil wir sowieso nicht davon getroffen werden. Also, ja. 1, 2, Nummer 3. Und da haben wir's. Jawohl. Voltriant ist unser. Auch wenn es noch als Fragezeichen drin ist. Aber egal, Hauptsache. Andere bekommen auch ein bisschen EP. Der bekommt. Zwei Leute bekommen Level Up. Na wunderbar. Das ist unsere 4. Ultrabestie insgesamt. Die 3. verschiedene. Oh, registriert. Sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Eine geheimnisvolle Ultrabestie, aus deren Körper furchterregende Mengen an elektrischer Energie strömen. Na schön. Brauchen wir nicht. Spitzname. Box. Ganz einfach. So. Jetzt können wir Bericht erstatten gehen. Ist ja zum Glück gleich da drüben. Was? Es verbleibt eine weitere. Gibt's noch eine? Dann muss ich den hier regenerieren, weil den brauchen wir. Tatsächlich. Muss ich sagen. Aber dann gibt's tatsächlich nochmal 2 Voltriant. Dann ist nur Anego bis jetzt die Ultrabestie, von der wir nur eine haben. Aber ja, es gibt noch eine. Na wunderbar. Oh, ich find's cool, wenn man 2 hat. Warum denn nicht? Bei Mosquito war das schon ganz interessant. Warum also nicht auch bei Voltriant? So, wieder Level 65 und wieder Erdkräfte. Wenn's mich nicht ult... Nein! Oh Gott, ist das nervig. Ist das ein nerviges Scheißviech. Jetzt kann mich einfach einschläfern. Also es kann Elektrofeld, es kann Ladungsstoß, Blattgeißel und Hypnose. Jetzt haben wir wenigstens schon mal alle Attacken gesehen. Das Elektrofeld ist mir wieder herzlich egal. Und jetzt kam ich mal. Aber gut. Oh, vorher war es ein Crit. Überlebe ich das eigentlich so? Lol, ich überlebe das tatsächlich. Oh, zum Glück aufgewacht. Jetzt können wir schon mal viel Damage machen.
Das ist mir eigentlich schon fast das Wichtigste. Jetzt werfe ich einen Ball. Danach wird es mich umbringen. Ich will es halt... Ja, mit Tim können wir es wieder gut schwächen. Eins. Zwei. Drei. Also diese Ultrabälle sind echt krass OP. Und ich glaube, man hat mit denen wirklich eine 90%ige Chance, die zu fangen. Es ist krass. Ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Weil es könnte sonst richtig nervig werden. In die Box. Nochmal. Das war's. Das waren alle Ultrabestien. Und jetzt müssen wir Bericht erstatten. Das kann ich gut. Das ist das Einfachste von allem. Aber zuerst würde ich sagen, gehen wir uns nochmal heilen, oder? Bisschen was geschluckt. Und damit wir nicht noch mehr Items und Geld verschwenden müssen, gehen wir zuerst noch ins Center. Bin gespannt, was als nächstes kommt, beziehungsweise wie viele noch kommen. Das könnte ganz interessant werden, behaupte ich mal. Aber man merkt, man sollte nach der Liga einfach plötzlich wieder 5 Level höher sein mit jedem Pokémon. Es ist krass. Da kommen einfach so 61er auf dich zu. Finde ich, ja, nicht schlecht. Aber halt heftig. Aber ist ja nicht schlecht, wie gesagt. So, ich habe die Mission abgeschlossen. Ausgezeichnet, hervorragende Arbeit. Thanks, mate. Was ist eigentlich, wenn man den anlügt? Wäre lustig, wenn dann einfach die Ding weg wäre, die Ultrabestie. So, ja, hast's gemacht, das war's. Wir haben die Daten der Ultrabestie, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels um Voltrian einen großen Schritt näher. Jetzt will Lebel wahrscheinlich wieder was zu essen bestellen. Und dann kommt eine neue Ultrabestie, ne? So ist es doch safe. Ah ne, ihr geht's wieder nicht gut. Chefin, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Ich fühle mich nur ein bisschen schwach. Du musst dir keine Sorgen machen. Das sehe ich aber anders. Meine Chefin strotzt normalerweise nur so verstärke wie ein Mahomai. Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen machen musst. Mir geht es gut. Wirklich. Du bist echt ein beeindruckender Trainer. Alleine Voltrian von der Stadt fernzuhalten, hat mich schon meine ganze Kraft gekostet. Aus irgendeinem Grund sehen mich die Ultrabestien so seltsam an, als wäre ich ihr Feind oder ihr Mittagessen. Das ist bestimmt ein falscher Eindruck. Das muss die Erschöpfung sein. Okay, und warum sollte das so sein? Oh, Yasu. Der Typ ist eh immer so geil. Ich bin mal so frei. Yasu? Ich liebe diesen Typen. Na, alles klar? Was machst du? Ey, Nummer 836, oder warte, der neue Name lautet ja Lebel, stimmt's? Ja. Nicht so abweisend, immerhin bin ich extra hierher gekommen, um euch neue Infos zu den Ultrabestien zu bringen. Ach ja? Das Monster, das ihr Schwerthieb nennt, es treibt sich im Moment auf Ula Ula herum. Mehr dazu, wenn ihr auf der Insel seid. Können wir diesen Informationen tatsächlich trauen? Na hör mal, ich bin schließlich derjenige, den sie auf Ula Ula zum Inselkönig gemacht haben. Wenn nicht bald was gegen dieses Monster unternommen wird, kriege ich mächtig Zoff mit dem Schutzpatron. Vielen Dank, Yasu. Also dann. Okay, das Pokémon oder die Ultrabestie mit dem Codenamen Schwerthieb. Lebel? Ja? Du und Yasu, ihr kennt euch? Ein wenig, von früher. Aber sollten wir uns nicht lieber um unseren Auftrag kümmern? Da hast du wohl recht. Wir müssen uns auf die gesichtete Ultrabestie konzentrieren. Wir werden unseren Stützpunkt im Hotel von Ula Ula einrichten. Simpson, würdest du dich uns anschließen, sobald du bereit bist? Dann auf nach Ula Ula. Kommst du nach, Simpson? Unser Motel befindet sich in der Nähe von Route 13. Route 13 also. Mal schauen, was ist denn das für eine Route? Da können wir noch hinfliegen. Aber die nächste Ultrabestie werden wir dann aber auch erst im nächsten Part fangen. Route 13. Das ist hier. Und da kann ich nicht so gut hinfliegen. Deshalb werde ich ins Dorf der Kapo fliegen. Weil wenn ich dorthin fliege, nach Route 13, dann bringt es mich zuletzt noch vor die Ruine. In der Wüste, das wäre nicht so geil. Deshalb machen wir das so. Es geht schneller und einfacher. Hier müssen die Motels irgendwo sein, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, da drüben.
Schutzitem wirkt nicht mehr. Nein. Nein, was soll das? Warte, ist da eine Gardezelle? Nee. Ich dachte nur, ich habe was glänzen gesehen. Naja. Ja, hier sind die irgendwo. Ich denke hier. Das machen wir dann im nächsten Part von Pokémon Sonne. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Dann geht's auf zu den nächsten Ultrabestien. Bis dann und ciao.